بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، نختم بالبوستم الآخر nachdem wir die Buchstaben gelernt haben, wie die am Anfang, in der Mitte, am Ende aussehen und auch noch die Harakat. Wir hatten drei Harakat. Weißt du, wie die heißen? Das waren Si, Fatha. Ja, Fatha. Also der A ist Fatha. Fatha, nicht Fatiha, sondern Fatha. Und der Strich unten hieß wie? Ich erinnere mich nicht mehr dran. Kessra. Kessra. Und weißt du den dritten, diese Kurve, die wir jetzt hier haben? Dhamma. Dhamma. Okay. Fatha, Kessra, Dhamma. Wie heißen die? Bibabu. Okay, also da, wenn ich fragen würde, wie spricht man sie aus, dann könntest du I-U sagen. I-U. Aber wie heißen die? Also wie heißen die Zeichen? Da musst du mir sagen, Fetha und Kesra und Dhamma. Okay, Fetha, Kesra, Dhamma. Fetha oder Fetha? Fetha. Genau, Fetha, Kesra, Dhamma. Sag dir nochmal, damit du die nicht vergisst. Fetha, Kesra, Dhamma. Genau. Wenn der Strich unten ist, wie heißt der? Ich glaube, das ist dann ein Ba. Ich meine, wie heißt dieser Zeichen? Fetha. Wenn der Strich unten ist. Ja, Fetha. Wenn der Strich oben ist, heißt er Fetha. Wenn der Strich unten heißt er? Dhamma. Kesra. Die Kurve heißt Dhamma. Du musst dir vorstellen. Oben, Strich unten, Kurve. Fetha, Kesra, Dhamma. Strich oben, Fetha. Strich unten, Kesra. Kurve oben, Dhamma. Okay? Können Sie es wiederholen? Okay. Strich oben, Fetha. Fetha. Strich unten, Kessra, Kurve, Dhamma. Okay? Okay. Okay, jetzt frage ich, die Kurve, wie heißt die? Dhamma. Genau. Strich oben? Fetha. Super. Strich unten? Kessra. Genau. Strich oben? Fetha. Super, okay. Wenn wir den Fetha verlängern möchten, welchen Buchstaben haben wir? Wir haben drei Buchstaben, mit denen wir die drei Zeichen verlängern. Wir hatten zwei und heute oder nächstes Mal werden wir den dritten nehmen. Wir hatten den Elif und den Ja. Und wir werden auch noch den Wow bekommen. Also damit wir einen Fetha verlängern, den Buchstaben davor, brauchen wir einen Buchstaben. Was ist der? Ein Elif. Okay? Okay. Wenn wir den Kesra verlängern möchten, also den I, wie verlängern wir ihn? Mit welchem Buchstaben? Mit Elif? Mit Ja. Ja. Genau. Den Fetha, den Strich oben mit Elif und den Strich unten, den Kesra mit Ja. Und den Wow, den wir hier haben, der blau ist jetzt mit der Kurve, den verlängern wir mit einem Wow, was später kommen wird, also was wir nächsten Unterricht bekommen werden, okay? Also ich verstehe es nicht. Nochmal. Jetzt, ich werde es jetzt erklären müssen, aber die Leute, die können es nicht sehen. Und zwar,
Oder wir versuchen das im nächsten Unterricht zu erklären, okay? Im nächsten Unterricht haben wir den Okay. Wow, dann erklären wir das. Aber Okay. kannst du dich erinnern, wir hatten noch den roten Elif und den grünen, ja, glaube ich. Oder umgekehrt. Ja, ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Okay, dann machen wir das nächste Mal. Dann hier, wie wir gelernt haben, den Fetha, den sagen wir R, den Kessra machen wir I und die Kurve, den Dhamma, machen wir U. Deswegen haben wir den ersten Buchstaben. Ja. Ist wieder vielleicht wiederholen. Okay. Also den Fetha sprechen wir R oder A aus. Den Kessra Okay. sprechen wir I aus. Und den Dhamma U. Und hier zum Okay. Beispiel haben wir ein Wau, ein Sä, ein Säl oder Sei, ein Nun. Und wie sprechen wir den aus? Wusina. Wusina. Würden alle ein Fetha haben, dann würden wir Wasana sagen. Sagen wir mal, alle hätten einen Strich unten, einen Kessra. Dann hieß es Wisini. Okay? Okay. So, dann gehen wir zum nächsten Wort. Wie spricht man das aus? Okay. Überlegen. Ru. Ru, ja. Okay. Ru. Wie? Ru wie wie ist das für ein Buchstabe der letzte? Der letzte ist ein Ja, der letzte Buchstabe. Ja. Ja, Ruia, Ruia. Ruia. Genau. Nächstes Wort. Okay. Überlegen. Okay. Ru. Oh, ja. Ru. Ru. Sie. Ru. Sie. Wo sie na? Genau, Ru, nicht Ru, sondern Ru. Und wenn du es nicht kannst, dann versuch U zu sagen. Ru, 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 Rima. Okay, wo sie na? Genau, richtig. Jetzt kommen wir zum nächsten Wort. Okay. She. Mit Dhamma. She. Schuh. So, richtig. Schuh. Ri. Schuhrira. Turi'a. Mhm. Genau. Sag mal, Ra. Ra. Versuch die Zunge zu benutzen. Ra. 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 Lass die Zunge Ra. vibrieren. Kannst du die Zunge Was? vibrieren? Ra? Nee, wenn du Ra aussprichst, dann merkst du, dass die Gurgel, dass dein Hals da etwas bewegt, dass du deinen Hals bewegst. Aber du musst Ja. die Zunge. Also versuch sie mal erstmal so vibrieren zu lassen. Ra, Ra. Ra, ra. Noch nicht ganz. Okay. Surya, wir gehen zum nächsten Wort. Zum nächsten Wort. Okay. Sag ich dann einfach U, und weil bei Elif war es ja immer nur L. Genau, U. 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 J. U. J. R. Genau, Uji. Nächstes Wort. Okay.
Ruzika. Ruzika. Versuch mal sowas wie ein G auszusprechen. Ka. Ka. Okay, ein bisschen näher. Und dann wird es ein bisschen besser. Ruzika, okay? Okay. Wo kann wo rita wo rita nächstes Wort kuri ja u. Versuch nochmal A zu sagen. Ka, pi, ku. Ka, pi, ku. Du musst das mit dem G machen. Ka. A. Ka. Bei dir kommt das wie ein K raus. Was ist das Unterschied? Nein, ich schaue keinen Unterschied. Okay. Also, wir haben ja im Deutschen auch, im deutschen Alphabet haben wir G und wir haben K. Richtig? Mhm. Dieses Kaf ist mehr zum G, na, nicht zum K. Kapiert? Okay. Mhm. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir das nicht wie ein K aussprechen, sondern wie ein G mehr. K. Mhm. Zum Beispiel, sag mal ganz. Ganz? Genau. Dieses K. Das muss ein bisschen dicker werden, aber nicht, dass es zum K wird. K. Ka. Genau, richtig, genau so. Und jetzt U. 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 Genau diesen Buchstaben wollen wir haben. Kuriba. Kuriba. Jetzt ist wieder der K rausgekommen. Ku. Ku. Genau. Kuriba. Kuriba. Besser geworden, ja, genau. Nächstes Wort. Okay, ja. Juri. Nein, Jumile. Jumi, der letzte Buchstabe ist ein. Genau der hier. Ah, rein. Jumira. Nicht rein, weil der Rein hat einen Punkt. Davor gibt es einen Ein. Jumia. Ja. Ja. Okay, nächstes Wort. Okay. Lu. Das ist kein Lam. Ein Lam würde gerade aussehen. Okay. Ku. Genau. Ku. Kutiba. Genau, okay. Okay. Sa. Si. Nicht da ist ein Dhamma. U. U. Okay. U. Si. U. Si. Na. Genau. Usina. Richtig. Okay. Ju. Juri. Ha. Genau, richtig. Okay. Hu. Hu. Si. Na. Genau.
Hurima. Okay. Sujira, nächstes Wort. Nicht der Ra, sondern so re so re rum so re a so re ra. Okay. Rudifa. Hushira. Ja. Der letzte Buchstabe ist ein? Elif. Nee, nicht Elif. Ein Ihr? Genau. Also Hudi. Hudi. Ja. Ja, genau. Hudi, ja. Okay. Kuti. Achte, dass es nicht wie ein K rauskommt. Kuti. Kuti. La. Super. Der erste Buchstabe hat ein Dhamma, nicht eine Fetha. U. Ja. U. Si. Ra. Genau, super. Ku, ku, si, ra. Kusira. Nächstes Wort. Wu, wu, ji, da. No, ujida. Nächstes Wort. Dhamma. Hu. Ja. Hu. Hu. Ri. Ji. Ji oder Ja? Oder Ju? Ja. Ja. Okay, super. Du. Du ra Kessra. Riba. Genau, super. Nächstes Wort. Okay. Wo ra Kessra. Wo ri
Sah. Genau, super. Nächstes Wort. Ruh. Ruh. Nicht Ruh, sondern Ein. Ruh. Ruh. Ushiba. Ushiba. Genau, Ushiba. Nächstes Wort. Wu wu si wu si fa wu si fa wu wu hi wu hi sa hi da versuch noch mal wu hi sa der Ha muss ein bisschen deutlicher kommen. Uchi, chi. Uchi, sa. Sehr leicht, aber okay. Nächstes, letztes. Okay, gut. Su. 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 Ki. Ra. Su. Ki. Ra. Hast du irgendwelche Fragen hier? Nein, ich glaube, ich habe eigentlich alles verstanden mit diesen Zeichen. Dann bleiben wir hier inshallah stehen. Rabbana afina wa'afana wa'ahfazna bi asrari al-Fatiha.